Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute ist Dienstag und dienstags gibt's Post von der Madame. Aber zuerst wird natürlich erstmal der Hund gestreichelt. Und dann holen wir mal die Post ab. Oh, mit musikalischer Untermalung. So, und gucken wir jetzt erst in die Sammlertasche. Was wird gesucht? Verlorene Zähne. Ach, das hatten wir doch schon. Puma-Reißzahn hat man ja immer in der Tasche, aber diesen fossilen hier. Oh Mist. Ja, schade, schade. Ja, nun gut, dann schauen wir mal, was liegt denn heute sonst noch so an. Oh, was? 100 Gegenstände aus. Ah, schön. Nächste Auszeichnung. So, was liegt an? Bockholm gesammelt. Frischwaren gegessen. Okay, Geschäftszentrum. Ja, gut, das ist ja kleine Tierkadaver zerlegt. Ich müsste sowieso angeln. Ne? Kormorane gerupft. Ja, da kann man ja heute abstauben. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger, gesuchte Person geplündert, mit Verfolgungsfall markiert. Und aus New Austin abgeliefert. Ja, kann man machen. So, kleine Tierkadaver gespendet. Spenden insgesamt 20 Stück und an örtlichen Käufer was verschnackt. Sammlerstücke verkauft, Tarotkarten gefunden und verlorenen Schmuck. Story-Mission, das wird ja nix. Auch das wird nix. Okay, einmal ausliefern, sollten wir hinkriegen. Tiere wecken, was mit Pheromonen, Zähigkeitstonikum. Okay, dann. Alter Trick. Erstmal in die kalte Ecke. Ja, aber mit den Sammlerstücken, das hatten wir doch eher, das kommt mir so bekannt vor. So, die Maske weg. Dann können wir mal gucken. Oh, Familienerbstücke, da müssen wir noch hin. Stimmt, da hatte ich die Karte nur aufgemacht und nicht abge... Rast. Ja, dann machen wir das doch nachher, oder? Düsen wir hier nach Valentine, holen uns das und dann geht's ab nach Blackwater. Er friert schon. Super. Runter damit. Aber wo wir gerade hier sind. Ich mag diese Winterlandschaft ja, ne? Ich mag den Winter ja sowieso. Aha. Ja, da haben wir doch schon mal eine Tarotkarte. Ja, dann. Auf nach Valentine. Weil mit dieser... Oh, habt ihr das gehört? Aber, was wollte ich sagen? Mit diesen Sammlerstücken, den wöchentlichen, ne? Also Fossilien sammle ich einfach überhaupt nicht gerne. Heute. Wo ist der Jute? Da ist er. Achso, wir könnten ja auch mal Frischwaren essen, ne? So, hier mal rüber gucken. Manchmal liegt da hinten ja eine Karte. Das wie die üblichen Tarotkartenstellen mal eben abgrasen.
so gerade hier sind, oder? Auch, doch, hier ist auch eine drin. Aber hier wollte ich doch am Ende gar nicht hin. Da wollte ich doch hin. Boah, dann können wir hier schon mal die Tarotkarte mitnehmen. Meinem Checken. Ja, heute läuft's, ne? Ich liebe das ja einfach hier so durch die virtuelle Natur zu reiten, ne? Oh! Da liegt ein verletztes Tier. Da gibt's dann wohl eine Pfeilspitze. Wunderbar, wollen wir es ja nicht ungenutzt liegen lassen, ne? Ich glaube, ich mache heute auch noch eine Runde Story. Irgendwie 20 Spenden abgeben. Das sind doch Brombeeren, oder? Jo, die können wir gebrauchen. Habe ich hier im Garten auch jede Menge. Also wer Interesse hat, ne? Oh, gilt das als frisch Dingenskirchen hier? Das ist keine Frischware. Warum nicht? So, hier erstmal ein paar Vitamine tanken, ne? Haben wir wenigstens schon mal eine Herausforderung heute erledigt. Oh Mann, Vögel satt und ich war wieder nicht bereit hier. Für die Tasche. So, super, Produktion ist auch abgeschlossen, können wir da ja eine Tour fahren. Und dann seid ihr doch hier. Taschentierchen. So, da liegt das ja meist, glaube ich, hier in der Truhe.
rum. Dann ab nach... Kann ich hier kein Lager aufschlagen? Warum nicht? Dann düsen wir mal eben zur Schwarzbrennerei. Weil vielleicht ist die Ladung, die wir da haben, ja vielleicht. Vielleicht geht's in der Blackwater. Wenn wir mal kurz am Kaffee nippen, dann könnten wir das nämlich da auch schon abgeben. Da höre ich schon die nächste Tarotkarte. Damit ist die Sammlergeschichte auch erledigt. Also hier. Got some more work for you. Hello, mon ami. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Auf jeden Fall. Je devrais peut-être l'accompagner. Ja, dann wollen wir mal. Die Knete verdienen hier. Hier einmal gucken. Nee. Da können ja auch noch Tarotkarten sein. Da gucken wir später nochmal nach, denke ich. Jetzt wird erstmal die Knete verdient. Die 18 Bullen abgegeben. Und dann gucken wir im Blackwater nach den anderen Sammlerstücken. Dann wissen wir auch, wo niemand am heute ist. Gleich die Bodenwelle, da ist sie. Sag mal, das hatten wir doch erst letztes Mal, oder nicht? Und es müssen 18 Pullen da ankommen. Deswegen dürfen wir jetzt hier nicht so richtig durchheizen, ne? Sondern... Sollte vielleicht hier aus dem Weg gehen bei der Ballerei. Ja, die kommen noch nicht hinterher, oder? So. Ja, hoffentlich sind es nur 18 Pullen. Gar keine kaputt gegangen, ja, dann geht's. Weil das ist ja richtig ärgerlich dann, ne? Aha, hier liegt auch was. Ja.
So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja, ich vergesse das ja immer, kann man das ja nicht merken. Naturkundler. Betäubte Tiere weg, 2 Stück. Okay. Also ich finde ja mal so eine Puma-Probe ganz cool. Ja, hier, das war schon nichts. So. Das sollte auch nichts, das gibt's doch nicht. Nö. Wo ist man denn da? 2 Hasen. Können wir schon mal einen wieder flott machen, oder? Auf nach Blackwater. Wir müssen ja wissen, wo die Madame ist, oder? Muss doch ja mal müde werden. Auch das schon mal erledigt. Hier die Münze mit. So, dann gucken wir mal eben ganz genau, wo war das denn? Ach ja, hier und da, alles klar. Ach ja, da liegt das immer. Ja, total nett, ne? Einfach so. Ja, genau, guten Morgen hier. Einfach mal was mitnehmen, ne? Keiner sagt was. Sind nette Leute. Oben liegt dort auch noch eine Tarotkarte, man sieht sie schon. Die lassen wir natürlich nicht liegen.
entspannt, Jungs. Die sich mal so aufregen müssen, ne? Da liegt heute auch noch was zum Ausbuddeln. Ja, Blackwater mag ich ja. Finde ich ja ganz nett hier. Dann eben hier gucken. Also da und hier. Ist heute keine Schnapsbulle. Hier ist ja manchmal auch was drin. Und sonst liegt das, glaube ich, hier. Hinter diesem Haus. Da ist es. Da auf der Bank liegt's. So, Landkarte weg. Dann können wir jetzt gucken, wo ist die Madame denn heute? Sehe die auch gerne. Oh! Ausgerechnet hier. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Ob wir da überhaupt. Obwohl, müssen wir, ne? Müssen wir nicht irgendwie was verkaufen? Genau, Sammlerstücke an die Madame verhökert. Unverloren und Schmuck gefunden. Okay. Habe ich da noch eine Karte für? Wir müssen da sowieso hin. Ich habe bald keine Karten mehr. Ach, wo wir gerade hier sind, ne? Ja, dann machen wir das doch zuerst hier. Denn wir müssen sowieso warten, bis der Kompagnon ordentlich was abgearbeitet hat. Damit wir richtig was spenden können, ne? Machen wir das. Dann machen wir das. Moment mal, was hat die Navigationskarten-Dingens hier vor? Ach so, ja nee, das macht ja kein Mensch. Gar nicht sicher. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, da kommt man nicht hoch, ne? Ich glaube, das liegt nämlich gar nicht da in dem Wasser. Hier so ein Gejaule höre, da denke ich ja immer, es ist dieser komische Mitternachtskojote hier. Ist er auch. Ja, nee, ich düster jetzt nicht hinterher, da habe ich keine Lust zu. Hier, um den verlorenen Schmuck zu sammeln.
Genau, ist glaube ich hier oben, ne? Hier ist es, irgendwo. Oder auch nicht. Da ist es. Also genau hier oben. Da. Dann geht's darüber. Oh super, dann haben wir auch einen ganzen Satz zusammen. Dann ist das mit drei Dinge verschnacken auch relativ einfach, ne? Hilft ja nichts, da müssen wir nachher noch eben zu Madame. Oh, ja gut. Dem Hund folgen wir natürlich auch noch. Und da immer aufpassen, ne? Kann man auch in eine Falle gelockt werden. Punkte holen. Ja. Hier aber gleich deutlich verringern, ne? Okay, wo ist das denn hier? Hier direkt am Wegweiser. Zeige ich euch nochmal eben. Genau, also wirklich genau da ist er. Schön hier auf der Ecke. Ab nach Hause. Gucken, wie weit der Kollege hier ist. You know, I don't know why I didn't start this business years ago. We're going all the way to the top, you and me. Angehalten. Ja, dann hau rein hier. Impatient, ain't you? Ja, dann erst zur Madame. Da haben wir einen Kandidaten. Dann gucken wir mal eben. Okay, den Rohrkopf ist ja alles. Das müssen wir noch machen. Tierkadaver zerlegen. Okay, okay, okay. So, gesuchte Person geplündert. Drei Stück und mit Verfolgungsfall. Ja, den könnten wir ja mal eben hier, oder? Das können wir ja mal eben machen. Während der Kollege gleich arbeitet. Das hätte ich vielleicht vorhin ja, zuerst mal kontrollieren sollen, oder? So, das ging ja relativ einfach, ne? Oh, shit.
ja richtig schönes Wetter hier. Da seht ihr auch die grüne Spur. Ja. Grüne Fährte. Verfolgungsfall. Ja, kein schönes Wetter. Looky here, dog brought me a bone. So bin ich. And this is yours. Ah, und die Ehre wiederhergestellt. Dann nicht nur Würde, sondern jetzt düsen wir mal eben zu Madame. Wir müssen sowieso Karten nachkaufen. Ja, dann nehmen wir den Übergang hier, ne? Meinen ganzen Satz irgendwas zusammen. Da wird's ja dann auch Zeit. Hier ist ja auch schön, oder? Gibt's ja auch irgendwie ein Wapiti, irgendwas Legendäres, glaube ich, gibt's hier, ne? Ein bisschen die Ohren offen halten hier. Machen wir hier aber gerade richtig Meter, ne? Ja, hört man die Musik schon. So, hier eben den Wegpunkt einsammeln. Almost shot.
I hear tell of your good deeds, but you do not fool me. So, verkauf mal den Spaß. Sure, there is something here to pique your curiosity. Let me see. Da ist es, drei Stücke verhökert. 1500 XP. Jetzt kaufen wir mal eben die Karten nach. Welcome then and happy hunting. I know you will be lucky with this. Good luck then. I am sure this will be a most productive partnership. So, checken mal eben kurz, was haben wir so. Oh, da ist. What have you found? Ah, konnte ich eine Auszeichnung zurücksetzen, da ist sie. Da seht das. Vollstängelsitze verkauft. Weg damit. Und wieder 0,4 Gold Barren. Nee, verkaufen. Let's see the fruits of your labor. Wo wir viel zu viel von haben, ne? As a set, you know. Not a bad find. Es gibt ja so Dinge, die man immer wieder findet. Very well. I pay more for the whole set, you know. All right, but it's worth selling these as a set, you know. Very well. I pay more for the whole set, you know. That. But the whole set is worth your while. Meine Güte. Quite mundane, but I will take it. Charming, but commonplace. Aber ab und zu muss man hier aufräumen, ne? Sonst kann man nachher irgendwas nicht mitnehmen. Das wäre ärgerlich. I pay more for the whole set, you know. Quite mundane, but I will take it. So, komm, reicht hier. Sieht schon schön aus hier, ne? Mit dem Mond im Hintergrund, oder? Kann man das auch noch schöner machen hier? Stimmt die Kameraperspektive nicht. Was soll's. So, die Vorräte sind eingetroffen. Der Kollege kann arbeiten. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Oh, 40 Minuten. Dann können wir mal eben in die kalte Ecke. Das Zähigkeitstonikum sollte die Wirkung längst verloren haben. So, jetzt gibt es mal ein bisschen kalte Füße hier. Ich weiß gar nicht, ob es das bringt. Jetzt friert er. Perfekt. So, was fehlt uns noch? Drei Sachen noch. Ja gut, ein legendäres Tierchen. Sammler ist durch. Händler. Ja, so ein legendäres Tierchen wäre es jetzt noch, ne? Oder halt... Tja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Kann man hier jetzt eine schöne Aufnahme machen? Ne, da stimmt die Kameraperspektive einfach nicht. Was
Was soll's? Ab nach Hause. Spenden. Ja, komm. Wenn der sich so freut, der Heinrich, wenn wir nach Hause kommen, oder? Ich weiß nicht, was er gegen den Hund hat. So, was war da? 10 kleine, ne? Ja, der hat noch nichts abgearbeitet da. Händler. Kleine Tierkadaver und Spenden insgesamt, ne? Das Beste wäre... Wir hätten was Schlechtes, ne? I suppose this will do. Okay, then. No comment. Sind alle gut? Schlecht. Okay, this will have to do. Schlecht. I'll take whatever I can get. Weil das Problem ist, das seht ihr ja da oben in diesen Händlerwochen. Da bringt das alles viel mehr. Und dann ist das da oben auch schneller voll. Yes, beggars can't be choosers. So, das ist schon mal erledigt, ne? Also die 10 kleinen. Dann machen wir doch in der Zwischenzeit, während er da was abarbeitet. Sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Ein paar Kräuter sammeln ist ja auch wichtig. Ich angeln, aber da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Apropos, ich sollte doch irgendwie fünf kleine Tierchen zerlegen oder so. Das Geschäft, guck mal, kleine Tierkadaver zerlegt, das ist es. Gucken wir doch mal, ob wir noch Fische haben, oder? Was ist das denn da, ne? Irgendwie ein Fisch in der Tasche. Das gibt's doch gar nicht. Dann zerlegen wir mal eben die Krabben hier. Da hat man dann wenigstens das Fleisch. Nee, Wachteln zerlegen wir auch nicht. Frosch lohnt auch, dann hat man wenigstens das Reptilienfleisch, ne? Ich doch irgendwo... Nicht ein Fisch oder ein Frosch, das gibt's ja nicht. Doch, da. So was wächst hier, brauchen wir nicht. Ah, da ist er. Können wir nicht sammeln. Haben wir die Taschen voll. Dann müssen wir den erst eben verfüttern. Wo ist der Quatsch? Da ist er. Das arme Pferd, das ganze Zeug futtern hier.
Immer mal rein ins Pferd, ne? So. Wächst doch sonst hier überall, das gibt's doch nicht. Da muss das wachsen. Und eh kein Gold verkommen lassen, ne? Also nicht, wenn man da so einfach drankommt. Platz, jawohl. Ja, das wollte ich aber gar nicht spenden. Sondern möglichst irgendwie schlechte Dinge. Oder irgendwelche Federn, die keiner braucht. Feder, Adlerfeder, komm die. Und dann ist nämlich erstmal Schluss mit Spinnen. Aber wir haben schon mal das geschafft. So, jetzt fehlt uns doch nur noch eine Aufgabe, oder? Ja, klar. Ja, entweder wir finden noch ein legendäres Tierchen. Händler wird ja nichts. Ja, wir brauchen nur noch eine gesuchte Person. Wir haben auch nur noch 10 Minuten. Erstmal was Gescheites essen, ne? Könnte ein legendäres Tierchen auftauchen. Um die Uhrzeit vor allem. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach so einen Steckbrief an. You're back. Nice to see you again, sir. Wir müssen den Typen ja nur mit dem Pfeil erwischen. Mehr müssen wir ja gar nicht machen. Aber jetzt kann ich hier... Das ist doch ein Valentine. Das ist doch Verarsche, oder?
Das, wo wir nur noch knapp 10 Minuten Zeit haben hier. Ach, da lege ich noch was zum Einsammeln. Aber jetzt muss er das Pferd echt mal füttern, ne? Also mit was Gescheitem hier. Da gleich zu einer Schießerei kommt, dann verreckt uns das. Das wollen wir ja nicht. Muss man schon die Weltreise machen hier, bevor es richtig losgeht. So. Verfolgungsfall haben wir. Bin ich da nicht hoch? Nee, nur da. Ich muss nur den Verfolgungsfall, ne, damit treffen, dann haben wir's. Das ist er. Das ist er. Na, seht ihr, es neuen Rollenherausforderungen erledigt. Ach, das sind zwei. Wo ist der andere Vogel? Boah, wie viele sind denn das? Ach, der andere ist entkommen. Ja, dann ist auch egal. Hab ich wieder nicht richtig gelesen. Komm hier, hau rein. Boah, jetzt bringe ich die einfach hier weg. Das waren zwei. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber darum ging es ja auch nicht. Ne? Es ging ja darum, die neuen Rollenherausforderungen zu erledigen. Jetzt gehen wir die nur ab hier. You delivered us our outlaw. Put him in the cell and let him sweat. There's your piece of silver. Oh, das bleibt da stressig, ne? Seht ihr das? Ah, ich befinde mich im Kampf. Deswegen kann ich hier nicht abreisen. Ja, hauen wir einfach ab.
Da wird gerade, glaube ich, ein Lager überfallen. So, jetzt gucken wir mal eben. Da sehe ich das vier Sachen noch. Also, mal eben dort ein Geschäft besuchen, ist ja nicht so schwierig. Das Gold kann man sich noch holen. Das machen wir auch, oder? Nein, es geht nach Hause und dann machen wir Schluss für heute. So, das war der Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun. Ja, Heinrich, du bist auch noch dran. Ich streichel mal natürlich noch. So, du jetzt auch beruhigt Feierabend machen.